Hallo liebe Zuschauer, willkommen zum Gast-Let's Play mit Zakwa auf dem Kanal für Strategiespiele von Writing Bull. Ich stelle euch hier das Echtzeitstrategiespiel Polaris Sektor vor. Wir hatten in der letzten Folge zum Abschluss einen Kampf und den haben wir gewonnen, weil wir die stärkeren Schiffe hatten und die bessere Taktik gewählt haben. Obwohl wir eigentlich nicht so besonders intelligent sind. Wir haben ja die Rasse der Drill. Wir haben sie die Weltraum-Hooligans genannt. Die sind nicht besonders intelligent, vermehren sich aber sehr schnell. Und wir haben den Kampf trotz unserer etwas dümmlichen Besatzung gewonnen. Was wir noch erobert haben, sehen wir hier. Wir haben einen Piratenkampfflieger erobert. Der ist sehr beschädigt, aber nicht zerstört worden. Und jetzt haben wir dadurch drei Flotten hier in unserem Heimatsystem. Das können wir ändern, indem wir die Flotten zusammenfassen. Das können wir mit diesem Knopf machen. Merge Fleets. Dann wählen wir eine Flotte aus und dann die andere Flotte, mit der wir uns zusammenschließen wollen. Und schon ist es fertig. Das können wir nochmal machen mit unserer Angriffskorvette, Entschuldigung. Jetzt haben wir die alle in einer Flotte. Aber wir stellen jetzt fest, die Flotte kann sich plötzlich nicht zwischen den Systemen bewegen. Woran liegt das? Es steht unten. Es sind Schiffe in der Flotte, die keinen Hyperantrieb haben. Damit sind die Kampfflieger gemeint. Die müssten wir also wieder aus der Flotte entfernen. Und das geht mit diesem Knopf. Separiere Hyperschiffe. Das heißt, da werden alle Schiffe herausgetrennt, die dann einen Hyperantrieb haben. Das ist unsere Korvette in dem Fall. Nun können wir auch in ein benachbartes System springen und sehen unten, wie angezeigt wird, wie lange das dauern würde und wie viele Tonnen Treibstoff das verwenden würde. Treibstoff ist sozusagen die Anzeige für die Reichweite. Wir haben in unserem Schiff im Moment 5000 Tonnen Treibstoff. Der Tank ist voll gefüllt. Wir könnten also nach Metalla fliegen und auch wieder zurückfliegen, da es weniger als die Hälfte verbrauchen würde. Da steht ja 2252 Tonnen. Nach Gorgonea Tertia würde es auch reichen, 2200 Tonnen. Aber nach Sadal Sud bräuchten wir 3677 Tonnen Treibstoff. Wir könnten also nicht wieder zurückspringen. Wenn wir da mal den Befehl geben würden, kommt hier die Nachricht, dass es nicht reichen würde, um wieder zurückzukommen. Und wollen wir trotzdem losfliegen. Das wollen wir nicht, denn dann würde unser Schiff erstmal stranden, bis wir dort eine Kolonie gründen oder ein Tankschiff hinschicken würden. Stattdessen werden wir erstmal eins unserer näheren Systeme erforschen. Ich fange mal mit dem am nächsten, das am nächsten ist an. Das ist hier, glaube ich, Zeptrum. Da fliege ich los. Ich habe inzwischen auch hier die Spielgeschwindigkeit etwas erhöht, da wir im Moment nicht so viel zu tun haben. Da können wir ruhig das Spiel etwas schneller laufen lassen. Das wird jetzt etwa viermal so schnell ablaufen. Und wir können die Pause beenden, dann fliegen die Schiffe los. Jetzt gleich werden wir hier noch eine Flotte sehen. Das ist die zweite Piratenflotte. Das sind geskriptete Flotten. Die kommen am Anfang immer auf dem harten Schwierigkeitsmodus. Zumindest jetzt in der Beta ist das so. Und die Flotte ist doppelt so stark wie die erste Flotte, die gekommen ist. Das heißt, wir würden den Kampf garantiert verlieren. Deswegen bin ich auch weggeflogen, weil hier eher eine diplomatische Lösung angestrebt werden muss. Das werden wir dann gleich sehen, wenn die Flotte eintrifft. Oh, und jetzt sind wir auf eine andere Zivilisation getroffen. Anscheinend in diesem System, das wir gerade erkundet haben. Das ist die Reptilienrasse, die Organ-Hegemonie. Die sagen, antwortet uns, ihr seid in unser System eingedrungen, antwortet uns oder wir werden euch angreifen. Jetzt können wir hier freundlich reagieren, wir können neutral reagieren oder eher abfällig reagieren. Wenn ich es mir recht überlege, gibt es zwei Gründe dafür, dass wir uns abfällig verhalten. Denn wir erstens für Rollenspielzwecke, wir haben uns ja für die Weltraum-Hooligans entschieden, das heißt, wir müssen eigentlich eher ein bisschen pumpig reagieren auf jeden anderen Mitspieler. Und der zweite Grund ist, wenn die Rasse also ihren Heimatplaneten direkt neben unserem Heimatplaneten hat, ist eigentlich ein Krieg unvermeidbar.
Wenn wir den nicht starten, dann wird die andere Rasse ihn starten. Das heißt, ich werde hier pumpig reagieren und bekomme eine Antwort, eine Beleidigung, dass mein Schiff ein miserabler Klunker ist. Aha, aber er hat nichts zu befürchten auf einem verteidigungslosen Planeten. Das ist schon mal gut. Das heißt, der Gegner hat keine Verteidigung, ist deswegen eingeschüchtert und erklärt uns nicht den Krieg. Das ist sehr gut. Hier sehen wir jetzt auch die gegnerischen Grenzen. Bei der Gelegenheit wäre es vielleicht mal günstig, den sozusagen diesen 3D-Aufbau zu zeigen, den wir in der ersten Folge schon erwähnt haben. Dazu kann man hier Alt drücken, wenn man die Alt-Taste drückt. Dann kann ich hier so ein bisschen drehen und jetzt sieht man vielleicht, wie die Tunnellinien sich sozusagen verschieben und kann hier erahnen, wie das 3D-mäßig angeordnet ist. Das heißt, die Länge der Tunnellinien ist immer auch abhängig von der Perspektive und kann durchaus unterschiedlich sein. Wir hatten ja als Einstellung 40% 3D ausgewählt. Das heißt, es ist nicht so extrem. Man kann das bis zu 100% auswählen. Und dann ist es wirklich sehr stark. Das wird dann mitunter sogar unübersichtlich. Auch mit dieser Option hier Rotierung kann man das machen. So, jetzt haben wir hier den Heimatplaneten der Organa. Und ich weiß ja, dass Heimatplaneten immer gleich gebaut sind. Das heißt, die werden auch eine Orbitalwerft haben und höchstwahrscheinlich ein Schiff bauen. Das würde ich gern verhindern und das kann ich machen, da die Orbitalwerft angreifbar ist. Wir gehen also in den Diplomatie-Bildschirm und erklären den Krieg. Hier sehen wir, welche Rassen wir schon kennen. Das sind einmal wir selbst. Da sind auch ein paar Informationen über uns, ein kleiner Informationstext. Oder hier über die Organa kann man sich in Ruhe durchlesen. Und wir sprechen die Organa an. Bei der Gelegenheit können wir uns noch die anderen Diplomatie-Optionen anschauen. Das sind einmal ökonomische Kooperationen. Da kann man dann zum Beispiel Mineralien austauschen. Hier offene Grenzen. Dann kann man in der Wissenschaft kooperieren. Ein Geschenk geben. Wir können ein System fordern. Also einen Planeten oder so. Dann können wir Mineralien fordern, Technologie fordern oder andere Reparationen. Vielleicht könnten wir hier bei der Gelegenheit einfach mal den Heimatplaneten fordern. Mal sehen, wie sie darauf reagieren. Das werde ich mal machen. Okay, ich wähle den hier aus. Ja. Okay, die Organa werden nicht bezahlen. Das sind keine Reparationen, das ist Diebstahl. Aber sie sind zu eingeschüchtert, um uns den Krieg zu erklären für diese Frechheit. Nun gut, dann müssen wir das machen. Wir erklären hier den Krieg. Und sie lachen uns aus und sagen, dass wir eine Lektion bekommen, aber wir werden noch sehen, wer hier die Lektion bekommt. Damit sind wir im Krieg und haben jetzt hier eine weitere Option. Neben den anderen Optionen, die kann ich ja dann auch gleich noch erklären, können wir jetzt die orbitalen Strukturen zerstören. Das würde also die Werft des Gegners zerstören, was ihn extrem zurückwerfen wird. Das wird die Produktion halbieren und ja, er wird keine großen Kampfschiffe mehr bauen können. Leider ist das sehr unspektakulär. Das Spiel ist, wie schon gesagt, leider nicht sehr weit weg von Tabellenspielen. Das ist alles sehr rudimentär und wir bekommen hier zum Beispiel nur so eine Meldung. Orbitale Strukturen zerstört und fertig. Jetzt wissen wir, dass sie weg sind. Und ich wähle nochmal die Flotte aus. Hier können wir nämlich einstellen, wie sich das Schiff verhalten soll, wenn wir eine längere Route fliegen, wenn wir es eine längere Route fliegen lassen. Können wir nämlich hier die kürzeste Route auswählen lassen oder die sicherste Route. Das hat dann was mit der Wegfindung zu tun. So, die Schiffswerft ist zerstört, die können jetzt keine Schiffe mehr bauen. Und wir müssen jetzt reagieren und Bodentruppen bauen, denn wir wollen sie ja nicht nur belagern, sondern wir wollen möglichst den Planeten erobern. Dazu gehen wir auf unseren Planeten und schauen uns erstmal an, wie das mit den Transportschiffen aussieht. Für Truppen, um Truppen transportieren zu können, braucht man ein Transportschiff.
Das ist hier, das ist aber relativ teuer. Und ich sehe, dass dort unten, hier sind Waffen noch eingebaut. Das heißt, es lohnt sich, das zu modifizieren. Ich werde also erstmal in den Schiffsbauer gehen. Das ist bei Frachtern hier. Hier haben wir den Truppentransporter. Kopieren ihn und benennen ihn auch wieder als billig. Wir wollen ihn möglichst schnell abschließen. Als erstes werfe ich hier mal die ganzen Waffen raus. Die brauchen wir erstmal nicht. Der Gegner kann ja keine Schiffe mehr bauen. Das heißt, die fliegen jetzt erstmal raus. Da sparen wir auch gleich Energie und Gewicht ein. Hier sehen wir die drei Landemodule. Die sind in blau. Die brauchen relativ viel Energie. Man könnte vielleicht sogar noch ein viertes einbauen, aber wir wollen ja möglichst schnell unsere Invasion starten. Außerdem können wir Treibstofftanks entfernen. Im Moment haben wir 12.000 Reichweite. Wir brauchen aber nur, da schaue ich mal kurz, die Entfernung zwischen Ankara und Zeptrum ist 2022. Das heißt, wir bräuchten mindestens 5.000 Tonnen, um hin und her fliegen zu können. Da gehen wir wieder zurück in den Schiffsbauer. Wissen jetzt, wir können das hier editieren, unser Modell, was wir schon angefangen haben. Wir können also Treibstofftanks rauswerfen bis zu einer Reichweite von 5.000. Ein paar Antriebe werfe ich auch noch raus. Und jetzt haben wir freie Energie. Wir haben 15.000 Überschuss. Das heißt, wir können einige Kraftwerke entfernen, insgesamt 5, und haben jetzt noch 400 Energie über. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste ich noch einen Treibstofftank hinzufügen können. Ja, jetzt reicht's genau. Und das Schiff ist jetzt deutlich billiger und würde sich schneller bauen lassen. So, jetzt gehen wir wieder auf unsere Heimatwelt und wir stellen die Produktion um. Der Truppentransporter wird jetzt gebaut. Den Kolonisator stellen wir erstmal zurück. Das machen wir aber mit Suspend. Das heißt, wir suspendieren die Konstruktion, wir zerstören sie nicht, denn wenn wir sie zerstören würden, würden wir auch die ganzen Rohstoffe verlieren, die schon investiert wurden. Und das wollen wir nicht. Der Truppentransporter würde jetzt 9 Jahre für den Bau brauchen. Das ist eine ganze Menge, aber das geht nun mal nicht anders mit den Voraussetzungen, die wir haben. Außerdem brauchen wir dann noch Bodentruppen. Die können wir uns jetzt mal anschauen, welche Bodentruppen es gibt. Es gibt einmal Polizeieinheiten. Die sind relativ billig, aber dafür kampfschwach. Und die sind sehr effektiv für den, sozusagen für die Beruhigung der Bevölkerung. Wenn hier aus irgendeinem Grund die Bevölkerung unruhig würde, zum Beispiel Gefahr vor einer Invasion, Angst vor einer Invasion oder ein zu langer Arbeitstag oder sonst was, dann bräuchten wir Polizeitruppen, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Wenn wir das nicht haben, wird die unruhig, dann steigt hier der Unrest, die Unruhe. Und wenn diese Unruhe also erstmal, wenn die Unruhe steigt, wird die Bevölkerung weniger produktiv. Und wenn die Unruhe bei 100% ist, können wir sogar das System komplett einbüßen, weil es sich unabhängig erklären wird. Außerdem haben wir hier die Marines. Die sind dann sozusagen die Standard-Invasionseinheit oder Kampfeinheit, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Dann haben wir hier Panzer. Panzer sind gut gegen Infanterie, haben aber auch eine Schwäche, und zwar das sind Kampfbomber. Kampfbomber sind gut gegen Panzer und auch Schiffe und dafür anfällig gegen Gegnerische Kampfflieger sind gut gegen gegnerische Flieger und schwach gegen Infanterie. Das können wir uns hier ansehen. Gegen Boote sind sie mitteleffektiv. Und Boote und Panzer sind gut gegen Infanterie, aber schlecht gegen Kampfbomber. Und Tanks kann man zum Beispiel nicht auf Also Panzer kann man nicht auf ozeanischen Welten bauen und Boote kann man dafür zum Beispiel nicht auf gefrorenen Welten oder auf anderen Welten bauen, wo kein Wasser ist, zum Beispiel Wüstenwelten. Panzer gehen dafür da und auf Ozeanwelten kann man dann eben entsprechend keine Panzer bauen. So, jetzt haben wir uns das mal angeschaut. Wir sehen also, das ist ein Stein-Schere-Papier-Prinzip.
Damit es aber schnell losgehen kann, werde ich am Anfang erstmal 3 Einheiten Marines bauen. Damit die Invasion möglichst schnell starten kann. Das hat den Grund, da der Gegner ja auch Truppen baut. Und je früher wir anfangen, desto weniger Truppen kann der jetzt schon mal vorbauen. So, ich lasse die Zeit mal weiterlaufen. Aber jetzt kommen hier die Piraten wieder an. Da können die erzählen uns jetzt, dass die vorherigen Piraten nur eine Terroristengruppe war und wir sind jetzt die richtigen, die guten und entschuldigen uns dafür. Ja, wir können jetzt die Entschuldigung annehmen oder noch Forderungen stellen. Wenn wir das machen, wenn wir Forderungen stellen oder so, dann wird das im Konflikt enden. Den würde ich jetzt aber vermeiden wollen, da wir nicht genug Kampfkraft haben, um die Piraten abzuwehren. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal die Entschuldigung an. Ja, und frech wie sie sind, die wissen genau, dass sie uns ganz schön unter Druck setzen können und fordern jetzt 3% Tribut, 3% von unserer Mineralienproduktion. Und da muss ich jetzt einfach zähneknirschend zustimmen, denn ich habe im Moment nicht die militärischen Mittel, um etwas dagegen zu machen. Das heißt, wir haben ein kleines Handicap am Anfang. Das nehmen wir an. Die Piraten freuen sich und werden wahrscheinlich wieder nach Hause fliegen. So. Wir haben jetzt hier die Marines im Bau. Nee, anders. Wir haben den Truppentransporter im Bau und danach die Marines. Aber hier beim Gegner sehen wir, dass er Marines baut. Das ist relativ wichtig. Wir sollten hier genau beobachten, was der Gegner baut, um entsprechend reagieren zu können. Jetzt baut er Polizei, Panzer. Und wir brauchen noch wie lange? Wir brauchen noch 7 Jahre. Und er baut hier fleißig weiter Bodentruppen. Aber okay, jetzt kommen hier Kampfflieger. Und inzwischen ist die Automation fertig geworden. Können wir mal kurz in die Forschung schauen. Automation ist fertig geworden und bietet uns hier weitere Technologien an. Die Automation ist ja eine angewandte Wissenschaft. Das heißt, davon ausgehend können wir dann bestimmte Technologien freischalten erst. Zum Beispiel eine bessere Panzerung, eine Fregatte, das ist ein größeres Schiff. Hier einen besseren Treibstofftank oder einen Turm für die Waffen, für die Schiffsbewaffnung und verschiedene andere Sachen, die aber relativ teuer noch sind. Außerdem forschen wir sowieso erstmal am atmosphärischen Dom, der uns für die Kolonisation dann notwendig sein wird. Gut, das können wir erstmal so lassen und lassen das Spiel weiterlaufen. Hier werden fleißig Kampfflieger gebaut, wie ich sehe. Unser Truppentransporter braucht noch 5 Jahre. Vielleicht stelle ich die Zeit mal auf 10-fach. Dann geht das ein bisschen schneller. Wir müssen nicht so lange warten. Ich schaue hier inzwischen, was der Gegner gebaut hat. Der baut hier immer mehr Infanterie. So, das Schiff ist fertig. Ich stelle die Geschwindigkeit wieder runter. Wir haben unseren Truppentransporter jetzt fertig. Müssen aber jetzt noch die Marines fertig bauen. Jetzt können wir gleich mal gucken, was der Gegner inzwischen gebaut hat. Wir haben also Kampfflieger, Kampfbomber, Panzer und Infanterie. Das heißt, die Truppenzusammenstellung wäre anfällig gegen Kampfbomber. Und das sollten wir ausnutzen. Wir nehmen uns also unser System wieder, gehen hier auf Bodentruppen, wählen uns Kampfbomber aus. Mal 75, die würden in einen Transporter gehen. Stellen das als nächstes Bauprojekt ein nach den Marines. Lassen die Marines jetzt erstmal fertig bauen. Das dauert noch insgesamt 7 Monate. Ich mach mal kurz ein bisschen schneller. So, noch einen Monat gleich. So, die Marines sind fertig. Wir können sie jetzt in unseren Truppentransporter einladen. Hier ist sogar noch ein Kampfbomber fertig geworden. Den nehmen wir erstmal nicht mit. Wir laden jetzt die Marines ein mit diesem Menü. Hier ist die Möglichkeit, sich auszuwählen, welche Truppen eingeladen werden. Und hier kann man sie zwischen dem Schiff und dem Planeten hin und her schicken. Hier kann man auch die entsprechenden Einheiten
auswählen, die zum, die für die Invasion dann benötigt werden. Aber da wir auf unserem eigenen Planeten sind, braucht man das hier nicht. Wir laden hier also erstmal ein. Das Menü schließe ich. Die Truppen sind jetzt im Transporter. Wir sehen das hier. 3000 Einheiten. Marines haben, brauchen ja jeweils 2 pro Einheit. Und jetzt fliegen wir hier rüber. Wir schauen mal, was hier noch gebaut wird. Hier wird noch Polizei gebaut. Und nochmal Marines. Das heißt, der Gegner hat ganz schön aufgerüstet. Aber gleich wird er nicht mehr weiter aufrüsten können, sobald wir die Invasion gestartet haben. Dann wird das erstmal die Produktion unterbrochen. Jetzt baut er noch Panzer. Die werden aber nicht mehr alle fertig. Panzer sind gut gegen Infanterie. Das heißt, unsere Marines, die wir jetzt landen werden, werden erstmal unterlegen sein. Die sterben aber nicht sofort. Der Bodenkampf funktioniert so, dass das sozusagen, dass die gegnerischen und die eigenen Truppen ihre Truppenstärke gegeneinander aufgerechnet bekommen und dann langsam sozusagen Verluste auf beiden Seiten entstehen. Wenn ein ungefähres Gleichgewicht ist, dann dauert der Kampf sehr lange. Und wenn eine Seite sehr überlegen ist, dann dauert der Kampf entsprechend nur sehr kurz. Wir landen jetzt unsere Marines, das habe ich soeben gemacht. Jetzt sehen wir, dass hier ein Kampf stattfindet. Und damit ist die Produktion unterbrochen. Das ist das, was wir möglichst schnell erreichen wollten. Und jetzt gucken wir uns mal den Kampf hier an. Unsere Truppen verlieren den Kampf, steht hier. 6 Jahre, 7 Monate bis zur totalen Vernichtung. Das heißt, unsere Marines sind jetzt erstmal auf verlorenen Posten. Ist aber auch kein Wunder. Der Gegner hat ja hier 2000 Polizeitruppen, 2000 Marines, 30 Panzer, die besonders stark sind gegen Marines. Und noch Kampfbomber und Kampfflieger, die nicht so besonders stark sind, aber immerhin. Das heißt, wir müssten jetzt möglichst schnell für Verstärkung sorgen. Und das werden wir, dafür haben wir ja schon vorgesorgt. Wir haben ja hier schon Truppen gebaut, beziehungsweise bauen gerade Kampfbomber. Und die werden wir jetzt möglichst schnell in die Schlacht schicken. Aber das werden wir uns in der nächsten Folge ansehen, wie dann die Schlacht verläuft. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!